bin ein richtiger Mistkäfer. Ich bin ein Dreizack. Ja, perfekt. Jawohl. Seekühe sind da hinten. Ja, Seekühe? Seekühe, glaube ich. Putzige Seekühe. Mit oder ohne Zähne? Links zwei Zähne und rechts gar kein Zahn. Das hört sich gut an. Ja. Genau, deswegen aus genau diesem Grund laufen wir dahin. Wir haben gerade einen Fuchs gesehen, aber der ist irgendwie abgehauen. So, wir haben hier eine Schutzhütte gefunden. Eine Schutzhütte mit zwei Etagen. Das ist richtig geil. Hier bleiben wir. Hier werden wir heute pennen und ich werde das alles zuschnarchen. Das schwöre ich euch. Ich bin eine schnarchende Ratte. Ich bin eine verschimmelte Walnuss. Und weißt du auch warum? Weiß ich nicht. Weil eine Walnuss wie ein Gehirn aussieht. Ach so. Deswegen bin ich eine verschimmelte Walnuss. So wird heutzutage Feuer angemacht. So und nicht anders. Igitt. Bäh. Rauch, geh weg. Scheiße, verraucht. Ekelhaft. So, was hast du gekocht? Jetzt wird hier Kaffeesticks getrunken. Und ach so, hier, wir sind wach. Die Mahnen werden eingeführt. Das ist Reis. Dieser Reis, das wird jetzt, das wird genauso weich gekocht wie mein Kopf. Guck mal, Leute, es schneit. Es schneit hier genauso wie mein Gehirn. Und, aber noch nicht doll genug. Es sollte noch doller schneien, damit es irgendwann mein Gehirn übertrifft. Diesen eingefrierten Gehirn. Hier, dieser Gehirngulasch Version 3 wird gerade warm gemacht. Der Gehirngulasch läuft aus. Feinster Gehirngulasch. Das Gehirngulasch mit den Maden sind fertig. Doch leider bewegen die sich nicht. Denn die Reismaden wurden tot gekocht. Die sind tödlich verunglückt. Jetzt ja. Ich bin Gurkensender! Weil ich ein gestörtes Verhältnis zu Gurken habe. Ach so, ich habe gestern gekotzt. Und zwar aus der Nase raus. Und zwar nicht wegen der Biermenge. Die Biermenge war gewöhnlich, aber ich habe viel zu viel verschiedene Biere getrunken. Und deswegen habe ich gekotzt aus der Nase. Das ist richtig räudig. Bäh. Igitt. Das ist ja ekelhaft. Das ist richtig widerlich. Bah. Pfui. Wir sind losgelaufen. Und ich bin ein dreckiger Froschgesicht. Ich bin so ein richtiger Froschkopf. Ich bin eine dreckige Gesundheit. Ich bin natürlich. Ich bin ein Knotenkopf. Holzbalken gefunden. Holzbalken. Noch mehr Holzbalken. Ganz viele Holzbalken. Der Baum ist verstorben. Holzbalken. Holzbalken. Ganz viele Holzbalken. Noch mehr Holzbalken. Holzbalken. Jetzt müssen wir hier unsere schweren Wagen nach da ganz oben hintragen. Weil das da ganz oben, das ist der neue Schlafplatz für heute Nacht. Das ist ja richtig sportlich, jawohl. In den leichten Dacker. So, mein Wagen ist abgebaut. Marvin
trägt die eine Hälfte und ich trage diese schwere Hälfte. Ich bin eine Bakterie, die einen Berg hochsteigt. Ich bin ein Stück Pisswasser, was auf irgendwelchen Flüssen rumschwimmt. Dieser Schaum, kennt ihr das? Das bin ich. Es geht immer höher und höher. Und immer steiler und so weiter. Wir haben es erreicht. Die ersten Sachen sind ganz oben. Und zwar hier. Das hier. Das ist ein richtiger Vollfettfelsen. Und das hier. Hier ist ganz viel Platz unter dem Felsen. Hier werden wir drunter pennen. So, das Feuer ist angezündet, es brennt und das brennt die ganze Nacht, weil wir haben hier Feuerholz schon vorbereitet. Und genau, dieses Feuerchen haben wir hier unter dieser Felshöhle oder was das hier sein soll, gemacht. Und genau, hier ist mein Schlafplatz. Ich habe den schon aufgebaut. Da werde ich drunter pennen, hier unter diesem Fels hier. Plötzlich ist der Flötenmann da. Welt. Der ist hier angekommen. Er pennt mit uns hier unterm Fels. Wurzen Schweine, wieder am Reden. 10 Stunden Arbeit, meine Mamas überleben. Gibt es kein Co, verkaufe hier ganz schon. Hier weil ich meine Mutter, hier bald meinen Haus bauen. Wer will betteln, ja wer will hier stressen? Wir kommen hier am besten, ihr schmeckt Coca am besten. Voll auf Koks, die Bitch steckt mein Ei. Für immer 1 und 3, ja fick die Polizei, yo. Der war clean, ich bringe rein für rein. Deine Hure ist so abgestürzt, so wie Kobe Bryant, oh. Du brauchst einen Fünfer, halt die Backen und Schmock. Deine Hure schreibt den WhatsApp und die Hure gekockt, yeah. Autotune, scheiß, ich glaube, ich bin. Meine Antwort darauf läuft, meine Faust geht zum Kinn, yeah. Du fühlst dich wohl, aus Spruch, bling, bling. Ich fühle mich nur wohl, wenn ich mit Flöten mal bin. Gang, gang. Auf geht's. Oh, langsam ist heller geworden. Ja. Wir waren ganz oben, haben euch gesucht. Leute? Ja? Ich und Helmut, wir gehen nach da runter und dann zu irgendeiner Richtung und dann zum nächsten Biergeschäft und dort Bier zu kaufen. Ich habe heute noch keine Zähne geputzt. Aus meinem Mund fliegen raus und Mücken und Moskitos fliegen auch daraus. Und Mistkäfer. Das sind richtig geile Käfer. Die haben in ihr Leben schon ganz viel Scheiße gefressen. Und genau aus diesem Grund fliegen die aus meinem Mund raus. Die Löcher in meinen Schuhen, die werden immer größer. Guck mal. Ich glaube, es ist noch mal ein Belag drauf. Klares Wasser. Ich will endlich ein Pickelgesicht werden. Aber ich habe es noch nie geschafft. Ich weiß nicht, wie man sich dahin arbeitet. Hört ihr diese ganzen Flussgeräusche? Flussgeräusche sind geil. Ups. Wieder rüber gesprungen. Was für ein komischer Wanderweg.
So, wir sind eben gerade diesen verranzten Weg runtergelaufen. Und jetzt sind wir hier an diesem Fluss, noch so ein Gehweg. Und ich glaube heute ganz hinten irgendwo. Da ist ein Bahnhof. Wir sind gerade aus diesem Zug hier ausgelaufen und wir sind jetzt in Bad Schandau. Und hier sollte es Biergeschäfte geben. Also gehen wir jetzt dahin. Das Biergeschäft nähert uns. So, wir haben hier ganz viel Bier gekauft und das werden wir jetzt einpacken. So, wir haben jetzt dieses ganz viele Bier im Rucksack drin. Und jetzt laufen wir wieder zurück zum Bahnhof. Ich werde ein richtiger Gnomengesicht. So, wir sind schon wieder hier in dieser Ortschaft angekommen. Guck mal da hinten, da geht's die ganze Zeit bergab. Aber wir sind gerade dabei, die ganze Zeit hier vorne berghoch zu laufen. Und das ist steiler, als es aussieht. Guck mal, wir laufen hier gerade durch so eine Feldlandschaft durch. Weil wir müssen nach da lang, wo dieser Berg ist. Und wir haben irgendwie auf die Schnelle keinen Weg gefunden. Deswegen laufen wir hier über ein Feld durch. So, nachdem wir ganz viel Feld gelaufen sind, laufen wir schon wieder genau dort vorbei, wo hier diese ganzen Holzbalken rumstehen. Und aus meinem Holzkopf ist eine Schraube runtergefallen. So, jetzt nach da ganz oben hinlaufen. Weil da ist unser Biwakplatz. Da, wo wir gezeltet und Feuer gemacht haben und sowas. Wir sind angekommen. Wir sind jetzt gerade am Sachen packen. Und die anderen sind schon gegangen. Wir sind nur zu dritt. Und genau, wir packen jetzt die ganzen Sachen ein. Und tragen alles nach da ganz unten hin. So, wir haben uns von Himmel getrennt, weil sein Zug fährt schon um 6 Uhr morgens. Und unser erst abends um 18 Uhr oder so. Ja, und deswegen sind wir jetzt beide nur noch alleine unterwegs. Mit einem ganz großen Haufen Müll. Und unsere beiden Karren. Und wir laufen jetzt gerade wieder runter zu dem Biwakplatz, wo wir die erste Nacht übernachtet haben, also in dieser Hütte. So, wir pennen jetzt schon wieder hier in dieser Hütte. Und von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Wir sind wach und wir haben da drin gepennt. Und wir haben schon die Sachen hier zusammengepackt. Und wisst ihr, was schlecht ist? Wir haben gerade den letzten Schluck Wasser ausgetrunken. Das heißt, wir haben kein Wasser mehr. Das heißt, wir können gleich keinen Kaffee machen und wir können keine Zähne putzen. Das ist voll scheiße. Das ist widerlich. Oh mein Gott, es ist eben gerade was Nerviges passiert. Und zwar, dieser Beutel voller Pfandflaschen, der ist jedes Mal hier runtergerutscht. Und ist gegen mein Bein gefallen. Und deswegen habe ich jetzt den Regenschutz von meinem Wagen, der kann man über den gesamten Wagen rüberziehen. Den habe ich hier dran gemacht. Damit das nicht weggerutscht. Und wisst ihr, was mir auffällt? Und zwar, meine Beine sehen richtig benutzt aus von dieser Tour. Guck mal, wie benutzt das hier aussieht. Ja, ist halt so. Aus meinen Hoden wächst ein Ziegenbart und aus meinem Gesicht wachsen Schamhaare raus. Heute ist leicht wärmer als gestern, weil ich habe hier meine Jacke weggemacht. Und hier drauf gegangen. Guck mal, wir haben hier Wasser gefunden. Das heißt, wir können diese Flaschen, die genauso leer sind wie mein Kopf, auffüllen. Ja, schmeckt ein bisschen moosig. Aber ich denke, kann man trinken. Aber ein bisschen moosig schmeckt das. Ich bin ein Schimmelpilzkopf. Und ich musste jetzt gerade meine Jacke anziehen, weil es schon wieder kälter geworden ist. Ich bin ein Schimmelpilzkopf. Irgendwie ist das schmierig windig hier. Hier ist die ganze Zeit so ein richtig nerviger, kalter Wind. Der zieht voll durch. Mir ist eben gerade Scheiße passiert. Und zwar mein Wagen ist umgekippt. Und dann sind diese ganzen leeren Bierdosen und die anderen Pfandflaschen. Die sind dann hier auf den Boden gefallen. So, wir sind hier am Bahnhof angekommen. Und wir haben erfahren, dass Helmut da oben gepennt hat. Da oben auf diesem Fels. Heute Nacht, weil heute Morgen wäre sonst ein Zug gefahren, aber den hat er irgendwie verpasst.
so dass der erst heute Abend dann irgendwo nach Hause fährt. Und der kommt gleich mit seinem schweren Wagen von dort runter. Und ich werde da einmal kurz hingehen und ihm beim Transportieren ein bisschen helfen. So, ich habe Helmut abgeholt. Der hat ja hier eben bei diesem schweren Wagen hier geholfen. Und wir sind hier an dieser Bank hier. Also genau an dieser Stelle, wo ich am ersten Tag so gemacht habe. So, wir sind im Bahnhof und jetzt tragen wir hier die Sachen da rein. Weil das ist unser Zug. Ich bin ein Hopfenkopf und ein Hefengesicht mit einer Gerstennase und so einem Wasseraugen.